So, Leute, herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute mal mit dem Thema, ja, meiner Grafikkarte. Ich habe nämlich die Lösung jetzt gefunden. Hätte ich einfach nur lesen müssen, richtig. Und zwar liegt es leider Gottes an meinem Mainboard, was keine PCI Express, Gott nagel mir nicht fest, ich glaube 3.0 Unterstützung bietet, die Asus natürlich per Firmware-Update nachrüsten können. Da war Asus natürlich zu faul ist, beziehungsweise Asus sagt, nö, warum, wenn die Leute sich ein neues Board kaufen können. Ja, ist halt ein bisschen blöd, weil jetzt darf ich ein neues Mainboard, neue CPU, neue RAM kaufen. Grafikkarte und Festplatte und so übernehme ich von meinem alten System. Ja, das wollte ich einfach nur sagen. Wenn es ums Thema Mainboard geht, da könnt ihr mich auch gerne beraten, beziehungsweise auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so empfehlen würdet für. Und jetzt kommt der Prozessor, es ist ein i7-8700K, den ich mir ausgesucht habe, da er einfach super im Takt ist und ich kann noch über Taktmessen gehen nicht mehr. Ich hab mal gehört, irgendwie mit 5 GHz soll auch möglich sein, aber gut, so weit will ich ihn jetzt nicht quälen. Auf jeden Fall, ja, dachte ich mir halt, dass man das Ganze so machen könnte, dass man wirklich, wenn es um einen Prozessor geht, dass ich einen i7 eben wieder nehme. Wollte zuerst einen Ryzen nehmen, dachte mir aber, ich weiß nicht, ich bin da noch so ein bisschen unsicher. Ich kann ja immer noch einen Ryzen mir zutun als Büro, Ryzen R3, R5, wie auch immer, PC mal gucken. Aber aktuell nehme ich da noch lieber Intel. Auf jeden Fall, ja, werde ich mir, oder wenn es ums Mainboard geht, da wäre Asus wahrscheinlich eine ganz gute Wahl. Mit, oder Gigabyte ist auch noch ganz gut. Ja, dann, was noch drin sein sollte, denke ich mal, WLAN, AC natürlich, Bluetooth, eventuell sogar 5.0, mal gucken. Oder 4.2 oder 4.1 Low Energy natürlich. Und ja, was soll sonst noch drin haben? Im PCI Express, das ganz, ganz neue. 16 oder 32 Fach Anbindung hat das Ding, glaube ich, sogar, wenn ich nicht ganz täusche. Ich meine, ganz genau kenne ich mich da jetzt auch noch nicht wirklich aus, leider. Aber ich, in Form meines Studiums, tue ich ja mich mehr und mehr mit diesen Sachen beschäftigen. Auf jeden Fall, eben, dann DDR4 RAM, 4000er vielleicht. Kostet natürlich sehr viel, aber halten dafür auch, denke ich mal, ganz, sehr gut. Lange und ganz ehrlich, wenn es ums Aussehen geht, ist mir halt egal. Hauptsache, es funktionieren. Ja. Ja, und eben CPU, Mainboard und RAM brauche ich neue. Und eventuell vielleicht einen besseren Kühler als den Boxkühler von Intel, weil der ist nicht so wirklich toll. Vielleicht hole ich mir dafür 10, 20 Euro ein von Noctua oder so, mal gucken. Ja, ist auf jeden Fall eine doofe Sache jetzt, dass ich jetzt wirklich harte upgraden muss. Wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, man kann es nicht ändern. Bin mal gespannt, was ihr so dazu sagt. Und was ich mir auch noch überlegt habe, ich werde da oben irgendwie noch eine Umfrage starten. Soll ich das Ganze in einem Livestream zeigen, wenn ich die ganzen Teile bekommen habe, beziehungsweise A, Unboxing von den Sachen im Livestream plus noch der Zusammenbau, dann könnt ihr das Ganze gerne unten in die Kommentare schreiben. Was das Mainboard Formfaktor angeht, wäre ein RTX vielleicht oder ein Big RTX, die ganz großen Boards passen in meinem PC rein und also ins Gehäuse. Und ja, bin ich mal gespannt. Ich sage schon mal danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.